Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Fishing Barren Sea hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wir befinden uns auf der Hermes bei ordentlich Seegang. Wir rollen ein wenig hin und her. Mir wird auch schon ein bisschen schlecht, aber wir wollen jetzt mal das Schiff begehen. Und stehen dazu mal vor unserem schönen Kapitänstuhl auf, den wir hin und her fahren können, hoch, runter und was wir denn nicht alles bewegen können. Das finde ich schon mal ganz gut. Hier eine schöne niedliche Sitzecke. Ja, das sieht gut aus. Was haben wir da? Eine Tür, die nach draußen wahrscheinlich geht. Hier haben wir unseren... Oh, guck mal, hier ist unser Display davor. Oh, sehr schön. Oh ja, das sieht auch gut aus. Hier haben wir irgendwie lauter Anzeigen, lauter Schalter. Noch eine Anzeige, noch eine Anzeige, noch mehr Anzeigen. Das ist Spitzbergen übrigens, was wir hier sehen. Sehr, sehr hübsch. So, wie sieht das aus jetzt? Warte mal, wir müssen mal gucken, nicht, dass wir irgendwo gegenfahren. Ne, das geht noch. Wir haben gerade Nacht übrigens, also das ist natürlich ein bisschen... Upsala, jetzt habe ich meine Lampe angemacht. So, was steht da? 250 Tonnen Torsk. Okay, was auch immer das ist. So, hier haben wir natürlich wieder unseren schönen Bildschirm und den hat er so noch so gelassen, wie wir am anderen Schiff hatten. Sehr gut, ich bin begeistert. Dann stehen wir mal auf und dann gucken wir mal, wo kommen wir denn hier überall hin? Also, haben wir hier einen Loop nach oben irgendwo? Nee, leider nicht. Schade. Utyang, Exit. So. Oh, wir kommen aufs Vorschiff. Oh, wir müssen mal lenken. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich hier runter? Ich kann hier runter. Aber ich muss jetzt... Oh, ich muss ganz dringend lenken. Da müssen wir gleich nochmal hingehen. Meine Herren, also, da werden wir auch ordentlich abgetrieben hier. Also Kurs halten automatisch ist hier noch nicht so ganz gut drin. Das treibt uns ganz schön in Richtung Land hier. Das wollen wir gar nicht. So, dann müssen wir da nochmal hingehen. Ne? Das ist klar. Er merkt sich ja nur die letzte Position, wo wir da waren. Wir müssen da nochmal vorne hinlaufen. Ist alles kein Problem. Kriegen wir ja hin. So. Ah ja. Warum hast du da festgelaufen? Ah, gut. Da geht's runter. So, wir lassen jetzt hier das Land mal auf der Seite links liegen. Auch wenn das ganz schön Wellengang hat hier. Und dann gucken wir mal bis nach ganz vorne an das... Was ist das hier vorne? Bug? Ja. An den Bug vom Schiff. Schauen wir uns das mal von vorne an. Sieht sehr schön aus, muss man sagen. Auch, ja, das sieht gut aus. Und hier können wir dann Wale und Delfine beobachten, wenn es denn soweit ist, dass wir welche sehen würden. So. Sehr schön. Oh, sieht gut aus. Guck mal, hier haben wir doch eine Badewanne. Ha! In meiner Badewanne bin ich... Na, ist egal. Ich lasse das mal lieber mit dem Singen. So, dann gehen wir mal hier wieder hoch. Gucken wir hier mal schon das Fenster. So, das sieht immer gut aus. Wenn man das nicht so schaukeln würde, ne? So, hier hätten wir dann wieder einen Eingang. Oder einen Utyang. So, dann, was haben wir hier? Eine Kiste, die hier rumsteht. Okay. Hier können wir runtergehen zu unserem Rettungsboot. Was ist denn jetzt wieder los? Mit unserem Schiff los hier. Das fährt schon wieder komplett in die andere Richtung. Das ist ja ein Spielball der Wellen hier. Was ist denn das für ein Wetter? Meine Herren, du, das ist ja auch gar nicht mal so gut. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal da hinten rauslaufen. Momentchen bitte, ich gehe mal hier durch. So, dann wollten wir hier die Treppe runtergehen. Aber wollten mal gucken, wo wir hinkommen. Hier kommen wir nur zum Rettungsboot, ne? Weiter geht hier nicht, okay. Und ich komme ja auch nicht um die Treppe rum, ne? Hier keine Innenansicht irgendwie, dass man hier irgendwo innen lang kommt? Oder muss ich. Ah, da hinten kann ich noch eine Treppe runtergehen. Moment. Dann müssen wir hier durchlaufen wieder. Hier kann ich noch eine Treppe runtergehen. Momentchen bitte. Ah ja, hier kommen wir besser weiter runter. Okay. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, irgendwo reinzukommen, aber hier die Treppe runterzugehen. Dann sind wir hier schon mal in einer richtig guten dicken Trommel. Dann sind wir auch schon wieder festgelaufen. Können wir nicht in die Kajüten gehen oder zum Motorraum oder irgendwas? Ah, hier kommen wir dann vorbei. Alles klar. Okay, das wird die dafür. So, dann können wir dann mal gucken, ob wir da reinkommen. So, komm mal rein. Puh. So, dann haben wir hier wieder das Ärztezimmer. Das brauchen wir natürlich bei dem Seegang. So, was haben wir hier Schönes? Man weiß es nicht. Okay, Abstellkammer, Rumpelkammer. Da wird dann der Koch eingesperrt, wenn das Essen nicht schmeckt. So, hier mit der Treppe nach oben. Alter, das Schiff. So,
Okay, die liegen hier drin. Gott, da wird mir ja kurz übel, wenn ich das sehe. Was ist denn da bloß los, ey? Ich hoffe, dass ich nirgendwo gegenfahre. So. So, hier geht's dann auch. Aha, da haben wir sowas. Hier geht's nirgendwo hin. Da haben wir noch die Räumlichkeiten. Hier haben wir die Räumlichkeiten. Da geht's auch nirgendwo hin. Da geht's nirgendwo hin. Okay, dann können wir die Treppe wieder runtergehen. So. Hier haben wir Speisesaal und Vergnügungspark. Okay. Hier haben wir dann... Oh, irgendwas wieder. Mhm. Ich versenke das Ding, glaube ich, gleich hier. Da kommen wir auch nirgendwo hin. Hier kommen wir nirgendwo hin. Hier kommen wir nirgendwo hin, weiter. Alles klar. Müssen wir mal weiter gucken, ob wir dann irgendwo eine Treppe runtergehen können oder so. Ich würde gerne noch einen Maschinenraum finden. Hm. Sieht aus, als wenn wir Land direkt voraus haben. Bin mir gerade nicht sicher. Ich kann es schon nicht langsamer machen gerade. Hier gibt es eine Treppe nach oben, da waren wir schon. Tür öffnen. Hier ist bloß die Rumpelkammer. Tja. Komm ich denn hier noch irgendwo hin? Oh ja, wir haben gleich Land voraus. So, da kommen wir langlaufen, hier kommen wir langlaufen. Aber zum Maschinenraum, wo soll denn da hinten reinkommen irgendwo, oder? Gucken, ob wir hier hinten irgendwo durchkommen, dann in Richtung Maschinenraum. Nee. Kommen wir noch weiter runter irgendwo? Da kommen wir noch weiter runter. Guck's an. Ah, okay. Gut, 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 gut. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich müsste eigentlich mal wieder ins Schiff rein. Ah, hier ist was. Hier ist der Maschinenraum. Oh. Oh ja. Oha. Oh, hau, hau, ha. Oh, das sieht gut aus. Da machen wir mal ein Foto von. Wir haben den Maschinenraum gefunden. Das ist mal ein ordentlich Maschinchen. Ne? Da ist mal ordentlich Kraft drin. Hier, das ist ein richtig dicker, fetter Diesel. Wir hatten ein paar Zylinder. Irgendwie wird es anders mal einen Wassereinbruch haben. Macht aber nichts. Sieht sehr gut aus. Sehr schön. Gut. Jetzt müssen wir mal ganz schnell mal nach oben gehen. Kommt mal hier vom Land weglenken. So. Gut. 9,1 Knoten. Dieses Gerassel, das geht mir immer noch um Zeiger, aber ich weiß nicht, wo es herkommt. Und dann fahren wir jetzt mal raus ans Meer hier. Da wollen wir hin. So, alle Arten Kabeljau, Pollack, Schellfisch und Rotbarsch. Also ich darf alles mögliche fangen und die müssen 150 Meter tief sein. 13,5 Knoten fangen wir. Huch, nein. So. Puh. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir unsere Crew an hier. So, du hast ordentlich gekocht schon mal. Dann gehst du erstmal dahin. Müssen wir was reparieren? Nö, das geht alles noch. Nur ein bisschen Kraftstoff mal verbraucht. So. Jo. Auf geht's. Wir sind auf hoher See. Die Seile haben sich jetzt neu sortiert. Das heißt für uns, wir müssen jetzt sagen, dass hier mal ein paar Leute Schnappplätze auswerfen sollen. Dann machen wir unsere Mannequin. So. Dann gehen wir hier hin. Und wo kann ich jetzt sagen, Schleppplätze auswerfen hier? Schleppplätze auswerfen. Da. So, und dann geht das raus. Und da sehen wir schon hier, wir sind hier ordentlich schon über Fischen wieder unterwegs. Wir sind ein bisschen zu schnell unterwegs. Ja, das sehen wir hier, die rote Bommel ist ein bisschen zu schnell. Aber hier haben wir Fische in der Nähe, da haben wir Fische in der Nähe. 206 Meter ist das tief hier. Ich weiß nicht, wie weit wir runter können. Hier Knoten anscheinend ist denn hier maximale Geschwindigkeit bei dem. Und wir müssen auf 150 Meter runterkommen. Puh. Na gut. So, das geht dann über die Hebel. Okay, hier haben wir dann das Telefon. Was haben wir hier noch? Nutze die Pfeiltasten Standard, um Schleppnetze zu steuern. Nee, die will ich eigentlich gar nicht steuern. Wie sieht das denn von außen aus jetzt hier?
Ah ja, das ist hier noch. Ja, das ist einfach reingeflotscht denn hier. Und dann da. Gut, dann haben wir die Möwen, die haben wir auch wieder mit dabei. Die fahren anscheinend auch ganz gerne mit mir durch die Gegend. Gut. Dann gucken wir doch mal, was daraus wird. So. 205 Meter tief ist es hier bloß. Und dann sollen die auf 150 Meter Tiefe gehen. Na gut. Oder soll das nur auf 150 Meter Tiefe? Was kann ich? Kann natürlich auch sein, ne? Distanz ist schon mal okay. Also die Tiefe geht jetzt auch runter. Und hier sehen wir ab und zu, dass ein bisschen was passiert. Aber geht natürlich auch ziemlich schnell runter, muss man sagen. Also die sinken ganz gut ab hier. Ein bisschen Querströmung haben wir. Ich weiß nicht, ob wir sie schon wieder mit uns verlenkt haben hier. Ui, was ist das denn hier? Wieso haben wir so viel Querströmung? 13 Grad? Oh, was ist da los? So, die Distanz ist ein bisschen zu groß mit 200 Metern. Also 200 Meter ist, glaube ich, die maximale Distanz, oder? Was geht? So, das sinkt auch richtig schnell ab hier. Das ist... Oh Gott. Das Wasser ist ja gerade mal so tief, wie wir jetzt gerade sind hier. Aber über den Boden darf ich doch gar nicht schleifen, oder? Ja, halte das mal kurz an hier. Das sieht schon... sieht schon gut aus. Sieht echt gut aus. Also wir schleifen hier kurz über den Boden, da bin ich ja nicht gar nicht hin. Also 150 Meter, okay, das sehe ich hier noch ein. Das sieht auch gut aus. Wir sind mit 3,2 Knoten unterwegs. Okay. Schieben wir noch ein paar Meter raus. Na. Jetzt haben wir die Tiefe, die wir brauchen. Und guckt euch das an, wie schnell das Netz voll geht. Wow. Holla, die Waldfee. Das hat jetzt schon mal richtig gut gebracht. Also wir sind jetzt schon bei 40% Netzbefüllung und es steigt weiter. Das heißt also, wir können sie jetzt auch demnächst hochziehen wieder eigentlich. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so schnell geht. Um dann die anderen Arbeitsschritte auch noch zu machen, ne? Nicht schlecht. Vor allem, wir müssen sie einfrieren und wir müssen sie stapeln, damit wir sie verkauft bekommen. Ich hoffe, dass es dann auch mehr Geld gibt, ne? Also für das Ausnehmen und ähnliches, dann muss es ja, eigentlich müsste es dann ja ein paar Bonis geben. Zumindest sind sie länger haltbar, wenn man sie auch einfrieren. Das ist natürlich sehr wichtig, das auch zu wissen. Na, jetzt ist erstmal wieder vorbei mit den Fischis. Wir könnten noch ein bisschen Gas geben wieder. Also das Motor-Upgrade, die anderen beiden, die müssen wir natürlich noch reinkaufen. Das ist auch richtig teuer, aber das kriegen wir hin. Denke ich mir einfach mal. Aber dann haben wir wenigstens auf jeden Fall hier Power ohne Ende zur Verfügung. Und das ist ja was wir haben wollen. Power, Power, Power. Also wir müssten eigentlich noch ein bisschen tiefer, aber ich werde es jetzt mal reinholen. Zum Ende der Folge. Holen wir das mal hoch, dann werden wir hier unsere Leute nehmen und werden sagen, hier, du dahin, du dahin, du dahin, du dahin. Maschinelles Ausnehmen, da wirst du dann erstmal reingehen und wirst erstmal ins Ausnehmen gehen, da wirst du den Posten übernehmen, den wir hier brauchen, obwohl jetzt können wir dann erstmal, bevor wir das nächste Mal auswerfen, können wir sie ja einfach nur mal das Ausnehmen machen lassen und das Einfrieren und das Stapeln. Dann werden wir natürlich, ja ich denke mal, wir müssen noch zwei Leute einstellen, damit dann wir immer vier Mann haben, die wir schnell mal abziehen können und die anderen Arbeiten trotzdem weitergehen. Und wir dann, wenn es denn soweit ist, kann ich das denn einholen? Hier, ah ja, okay. Das ist nicht schlecht, das ist sehr aufgeräumt, das Cockpit. Das gefällt mir. Oh, guck mal, da steht doch nochmal, da steht ein Rechner mit zwei Monitoren. Ich habe hier drei übrigens. Im Betrieb. Das ist echt nicht schlecht. Also es geht auch ein bisschen schneller hoch und runter, glaube ich, das Netz, als bei der anderen Maschine. Jetzt stehen sie da unten zum Einholen, okay. Wir schauen uns das mal von außen an, wie das denn aussieht, wenn die da zum Einholen stehen.
Also die Frage ist, ob jetzt so wirklich das Netz hier hinten, wo ist meine Maus? Da. Ob jetzt wirklich das Netz hier hinten reingezogen wird, ne? Also ob wir das jetzt richtig sehen. Das wäre natürlich noch schön, wenn wir das sehen. Oder wenn jetzt denn. Oder es geht jetzt ein Minigame an und wir müssen jetzt hier 50.000 Tonnen Fisch aus dem Netz rausfädeln. Das wäre natürlich noch schärfer. Das muss man natürlich sagen. Also das hätte natürlich auch viel Schönes. So. Geht noch nicht. Ein paar Meter fehlen noch. Wir haben jetzt auf dem Hochziehen auch keine neuen Fische reingekriegt. Naja gut, ist auch nicht weiter schlimm. Das war jetzt auch nicht das, was ich jetzt unbedingt erwartet hätte. Aber ich finde das aufgeräumter, als wenn der Bildschirm oben hängt. Obwohl, das, naja, ich weiß nicht. Aber das, nee, ich finde das schöner. Bildschirm so schräg vor mir liegend. Ich würde das auch gerne auf Arbeit so haben, dass mein Bildschirm so schräg vor mir liegt, dass ich dann so quasi drüber gucken kann. Da muss ich mal nochmal gucken, ob ich das mal hinkriege auf Arbeit, um das mal zu erledigen. So, ich würde sagen, wir holen ein. Dann gucken wir uns das von außen mal an. Was dann da passiert. Jetzt wird hier das Netz, ja, es wird original da unten durchgezogen. Sieht das nicht schön aus? Zack, da wird es reingezogen. Bleibt Netz hochziehen. Oh ja. Sehr, sehr schön. Zack, da liegt es drinne. Wird noch ein bisschen hinten gezogen. Ah, da wird es hochgehoben. Okay. Damit es komplett drinne ist. Okay. Okay, okay, okay. Wo wird denn der Fisch rausgelassen? Da muss er denn irgendwo in den Bunker fliegen hier. So, Schleppnetz entleeren, ist denn der dritte Schritt. Gut, das sieht ein bisschen aus wie ein Oller Wurm, ne? So, wir haben gefangen Pollack und Rotbarsch, und zwar 18 Tonnen Pollack und 22 Tonnen Rotbarsch, okay. Das nehmen wir natürlich gerne entgegen. Und wir werden jetzt natürlich sagen, du kannst Maschine das ausnehmen, sehr gut. Du kannst einfrieren eigentlich ganz gut. Und du kannst auch einfrieren ganz gut. Du kannst Maschine das ausnehmen, noch nicht so, du lernst es aber. Und sie kann stapeln. Okay, sie wird dann stapeln. Jetzt sind die natürlich alle schwer beschäftigt hier. Aber die schaffen schon ordentlich was. Also mit den Maschinen natürlich. Oh ja, da geht was. Also da geht auch ziemlich schnell der Fisch hier runter. Okay, gut. Also das geht dann relativ fix. Und wenn wir dann durch sind mit den Stapeln, einfrieren, alles was es sein können, dann können wir auch wieder auslegen. Ich finde, der erste Fang ist uns sehr gut gelungen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Wir werden bei der nächsten Tour natürlich noch die nächsten Fische hier holen. Wie viel haben wir jetzt insgesamt vom Lagerplatz weg? Von 100, 160 Tonnen sind noch frei und 40 Tonnen haben wir knapp reingeladen. Ne? Also da können wir noch 3 solche Fahrten können wir noch machen, beziehungsweise mal ein bisschen mehr fangen, natürlich dann weniger Fahrten und dann müssen wir wieder zurückfahren und dann, oh, da hat Levelte Aufschicht Christine stapeln 10 Punkte. Sehr gut. Ah, Christine wird auch noch besser. Die werden hier noch richtig gut, die Jungs. Und ihm können wir natürlich noch freiweg ausbilden und wir werden natürlich die letzten 2 Plätze noch belegen hier mit Leuten, die wir benutzen können, damit wir dann mal 4 Leute abziehen können, damit hier aber trotzdem 3 Leute drin sind und dann einer beim Kochen, einer beim Reparieren mal mit bei ist. Wie auch immer das denn wird. Das war eine Folge Fishing Baron Sea hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder. Die Nadine hat gute Dienste geleistet. Ich weiß nicht, warum eine dänische Flagge an der Seite dran ist und wir in Norwegen sind, aber das wird sich vielleicht auch noch klären. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.